Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Yu-Gi-Oh! Ticket Draft Liga. Tatsächlich schon der vorletzten Folge, denn heute stehen die Spieltage 11 und 12 an und es gibt insgesamt 14 Spieltage, sprich, bei der nächsten Folge ist schon alles vorbei. Heißt, es geht in die alles entscheidende Phase. Werden wir heute schon ein paar Vorentscheidungen erleben? Ist vielleicht heute schon klar, auf welchem Platz ich landen werde? All das seht ihr in der Folge. Natürlich dazu wieder zwei spannende Matches und ich zeige euch das neue Set und welche Decks ich daraus gebaut habe. Für all diejenigen von euch, die überhaupt nicht wissen, was dieses Projekt ist, die vielleicht dieses Video angeklickt haben, ohne die anderen Parts zu kennen, das ist eine Liga, die mit einem ziemlich einzigartigen Konzept, die sich der gute Simon ausgedacht hat. Ich habe ein Regelvideo mit dem guten Simon gemacht, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Solltet ihr keine Ahnung haben, was das hier ist, guckt da auf jeden Fall mal kurz rein zum besseren Verständnis. Die anderen Folgen sind auch in einer Playlist auf meinem Kanal, das heißt, schaut da auch rein. Und ansonsten, ja, dieses Video hat auch wieder Kapitel, falls euch nur die Matches interessieren oder nur die Decklisten oder sonstiges. Skippt da einfach durch und hinterlasst mir wie immer gerne Feedback, was ihr von dem Projekt haltet. Doch ohne weitere Umschweife gehen wir dann jetzt auch einmal direkt in die Materie und schauen uns erstmal an, wie eigentlich die Tabellensituation aussieht. Auf welchem Platz stehen wir und wie sieht der nächste Spieltag aus? Hier besagte Tabelle nach 10 Spieltagen. Ja, ich stehe auf dem ersten Platz mit 8 Siegen und 2 Niederlagen, also 24 Punkten. Dicht gefolgt von Lukas mit 7 Siegen, nur 3 Punkte hinter mir. Also vermutlich wird sich der Titel zwischen uns beiden entscheiden. Aber auch Timo, Henry und Leo, alle mit 6 Siegen, sind noch in Schlagweite. Und es sind noch 4 Spieltage, also auch die haben noch theoretische Chancen auf den Titel, müssen dafür jetzt aber schon eine gewaltige Siegesserie hinlegen. Ja. Andi, Emre und Sven sind dann, was den Titel angeht, aus dem Rennen. Die kämpfen darum, noch ihre eigene Platzierung ein bisschen zu verbessern. Beziehungsweise Andi kann noch den Anschluss nach oben schaffen. Und ja, Sven kämpft jetzt natürlich um seinen ersten Sieg, um seine ersten Punkte in dieser Saison. Und das ist der nächste Spieltag, an dem jeder wieder Chancen hat, Punkte zu sammeln. Wir haben das Duell vom Team RTS TV. Andi und Timo spielen gegeneinander. Für Andi gilt es, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren oder an die kleine Verfolgergruppe. Und Timo möchte noch seine Titelchancen wahren, also ein sehr brisantes Duell da. Lukas spielt gegen Henry. Noch interessanter, Lukas, wie gesagt, 3 Punkte hinter mir, Henry 6 Punkte. Die beiden könnten gleich ziehen. Für mich wäre natürlich super, wenn Lukas das nicht gewinnen würde. Ich spiele gegen Leo. Das ist auch einer von denen, der 18 Punkte hat. Das heißt, auch ein wichtiges Spiel für mich. Verliere, also Leo ist gerade 6 Punkte hinter mir. Verliere ich das, ist er nur noch 3 Punkte hinter mir. Also, ja, ein nicht zu unterschätzendes Spiel. Und Emre spielt gegen Sven. Das ist das Duell Vorletzter gegen Letzter. Ja. Und ohne Umschweife zeige ich euch dann jetzt das Set, was für diesen und für den nächsten Spieltag relevant war. Das neue Set trägt den wunderschönen Namen Hunters of Better Days. Wie immer gibt es Secret Rares, Ultra Rares, Super Rares, Rares und Commons. Und wie immer stelle ich euch erst einmal ganz plump die Karten vor. Die Liste der Karten, sowohl der Holos als auch der Commons, verlinke ich euch wie immer in den Kommentaren. Also wenn ihr da in Ruhe durchgucken wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Die beiden Secret Rares in Hunter of Better Days sind Torrential Tribute und Naturia Beast. Jetzt macht Dunebook auch mit. Die Super Rares in dem Set sind Dimensional Barrier, Thunder Dragon Duo, Evolza Dolka und Naturia Barkion. Die Super Rares in dem Set sind Bottomless Trap Hole, Grandmark the Rock Monarch, Neo Spacian Grandmole, Sheena Baron Peacock, Testalos the Firestorm Monarch und Unknown Synchron und, dann kommen noch dazu, Bedlam Boxer Leadjoke, Elemental Hero Absolute Zero, Photon Papillo Parative und Stardust Charge Warriors. Die Rares in dem Set sind Berlinev the Firestorm Basal, Demise King of Armageddon, Different Dimension Ground, Elemental Hero Neos Alius, Harpius Feather Rest, Harpier Oracle, Icarus Attack, Krebots, Neo Space Connector, Land Rope the Rock Vessel, Shino Bird's Calling, Advanced Ritual Art, Tenacity of the Monarchs, Adrois Keeper of Armageddon, Doom Kaiser Dragon, Elemental Hero Grand Neos, Elemental Hero Neos Knight, Gagaga Cowboy,
Levia the Sea Dragon und Temtempo the Percussion. Dazu kommen dann wie immer noch jede Menge Commons und die Commons in dem Set sind Feather of the Phoenix, Alexandrite Dragon, Back to Square One, Birthright, Card KD, Chrysalis Mole, Chrysalis Pente, Chrysalis Dolphin, Cocoon Party, Cocoon Whale, Contact Gate, Convert Contact, Creature Seizure, Crevice into the Different Dimension, Cross Porter, Dark Eruption, Dark Hunter, Dimension Slice, Double Evolution Pill, Double Summon, Dark Core, Elegant Egotist, Jiminy Spark, Hand Destruction, Harpy Channeler, Harpy Lady Sisters, Harpy Lady One, Hyper Hammerhead, Hysteric Sign, Instant Neospace, Miss Chilenosaurus, Naturia Pineapple, Naturia Stag Beetle, Neospace, Neospatian Aqua Dolphin, Neospatian Dark Panther, Overtex Codeless, Pain Painter, Petit Tyrannodon, Phoenix Wing Wind Blast, Royal Magic Library, Sacred Crane, Shino Baroness Peacock, Shino Bird Crane, Shino Bird Crow, Shino Bird Pigeon, Shino Bird Power Spot, Shino Bird Salvation, Silent Swordsman, Super Conductor Tyranno, Super Ancient Dynabeast, Swing of Memories, Symbol of Heritage, The Prime Monarch, Token Thanksgiving, Vampire Hunter, Elemental Hero Dark Neos, Elemental Hero Marine Neos, Greenosaurus, Harpy's Pet Phantasmal Dragon, Kachikochi Dragon, Magical Android, Number 39 Utopia und MX Saber Invoker. Ja, das ist eine ganze Menge, auf das man hier eingehen muss. Ist ein bombastisches Set. Super viel extra Deck-Variabilität mit dem Naturia Beast. Dolka ist dazu gekommen. Also generell hat Dino wurde unfassbar gepusht in diesem Set. Vierer Exceeds sind jetzt da, viele spielbare Dreier Exceeds. E-Heroes haben super neue Fusionen bekommen. Also dieses Set ist ein gewaltiger Power Creep für ganz, ganz viele Decks. Wir haben mit Krebons einen super guten universellen Tuner, um auch die starken Synchros zu nutzen. Zwei super Monarchen sind gekommen. Grandmark ist eher so mittelmäßig, aber Testros ist ein super verwendbarer Monarch. Generell Monarch Support mit Tenacity. Bei den Commons sehen wir hier auch Prime zum Beispiel als weiteren Monarch Support. Und noch super viele allgemein gute Karten. Klar, TT als Secret Trap vielleicht ein bisschen teuer, aber Dimensional Barrier eine super gute Antikarte. Bottomless Trap Hole eine super starke Karte. Die man verwenden kann. Da ist endlich der Icarus Attack. Ich poker ja seit drei Sets darauf, dass der kommt. Vielleicht jetzt ein bisschen spät, weil nur die Harpien wirklich als viables Thema dafür da sind. Dafür haben die Harpien jetzt den ganzen restlichen Support bekommen. Mit den Harpy Lady 1 und Harpy Channeler. Also das ist definitiv auch eine Option, die man ziehen kann. Gemini Spark und Neos Alius sind gekommen. Also irgendwie so eine Art Gemini Anti ist auch etwas, worüber man nachdenken kann. Wie gesagt, der Michelinosaurus ist da, Pteranodon, Overtex Codeless, Double Evolution Pill. Also Dino ist jetzt super, super, super scary. Vor allem für die, die im letzten Set die Dino Secret Rare mitgenommen haben. Und ja, also viele verschiedene Decks, die man hier jetzt super nutzen kann. Sowas wie Card Kai ist jetzt auch einfach gekommen. Und hier auch nochmal viel extra Deck-Variabilität. Ja, viele starke Karten, viele Möglichkeiten, sich daraus einen coolen Draft zu basteln. Und wofür ich mich entschieden habe, das zeige ich euch jetzt sofort. So, hier sehen wir die High-Rarity-Karten, die ich gedraftet habe. Ihr seht, ich habe keine Secret Rare mitgenommen. Aber bin ich tatsächlich dagegen entschieden, großartig was fürs Extra-Deck mitzunehmen. Also den TT fand ich dann auch nicht so gut. Dann habe ich meine Tickets lieber für das letzte Set gespart. Ich habe drei Duos mitgenommen. Ich habe jeden Thunder Dragon Support, den es bis jetzt gab, mitgenommen. Und daher wollte ich das auch nehmen. Dann habe ich nicht die Infernity Barrier mitgenommen. Ich sehe gerade, dass ich da einen Fehler in meinem Dokument habe. Ich habe natürlich die Dimensional Barrier mitgenommen. Das macht auch viel mehr Sinn. Infernity Barrier war durchaus nicht im Set. Infernity war kein Thema von diesem Set. Ja, da habe ich mich beim Dokument machen ein wenig vertan. 3 BTH, 3 Mole, 2 Testalos, kein Grandmark, der ist nicht so gut. 3 Different Dimension Grounds, eine sehr gute Side-Deck-Karte auf jeden Fall. 3 Smashing, 3 Tenacity, je nachdem, was so fürs Monarch-Support kommt später. 3 Harpy Oracle,
drei Alios und dann noch einen Schmetterling und einen Temtempo. Und das sind die Commons, die ich mitgenommen habe. Ich habe, wie ich auch hier, sämtlichen Harpyienkram mitgenommen. Hyper Hammerhead, noch eine gute Staple an sich. Wing Blast, Prime Monarch, hier viel Extra Deck Stuff, unter anderem den Harpy Pet Dragon viermal. Ich habe hier vielleicht ein bisschen nachlässig gedraftet. Ich habe mir das Set gerade nochmal angesehen, auch für die Aufnahme. Es ist hier schon eine ganze Weile her, dass wir diesen Spieltag gespielt haben und ich dieses Set gedraftet habe. Aber ich hätte da viel mehr mitnehmen können. Dass halt ein Swordsman zum Beispiel war in dem Set. Den hätte ich mit meinem Support super spielen können. Ich hätte viel mehr Extra Deck Monster nehmen können, vielleicht ein paar Tuner mitnehmen, aber ich bin, sag ich mal, die gesamte Liga sehr gut mit meinem Beatdown-Decks gefahren und hatte irgendwie keinen Grund, das großartig zu ändern. Und daher habe ich mich nicht so an die Combo-Karten rangetraut, sondern mehr so stabile Karten mitgenommen. Dachte, ich spiele ohne extra einfach weiter so Anti-Decks. Das war so ein bisschen mein Gameplan. Mal schauen, ob sich dieser Gameplan dann auch bezahlt macht. Und gucken wir jetzt erstmal, welches Deck ich denn gegen den guten Leo für Spieltag 11 gebaut habe. Ja, und das ist genau das, was ich meine. Ihr seht hier gerade, auf was für eine Art von Deck ich jetzt aus war für diese Spielrunde. Super stabiles Beatdown, Good Stuff Deck, kann man einfach sagen. Kein spezielles Deckthema, sondern einfach Karten, die in sich super gut funktionieren, die ein starkes Deck bilden. Und ja, sehen wir einfach super stabile Monster mit Triple Grandmaul, Triple Mermaleo, Triple Devourer Lady, zwei Spice und zwei Hexen als einfach Normalbeschwörung. Der omni flexible und universelle Cyber Dragon. Und ja, Zarborgs als Tributmaterial, Chaos Sorcerer, ja, immer noch eine super wichtige Karte. Deswegen habe ich auch ein bisschen darauf geachtet, so eine Light-Dark-Ratio zu haben. Die einzigen Nicht-Light-Dark-Monster in meinem Deck sind eben der Grand Maul und die Mermaleo, weil ich die als zu wichtig erachtet habe, sie nicht zu spielen. Vor allem Grand Maul dachte ich, wird eine unfassbar gute Karte in dem Format. Jetzt auch, wo Extra-Deck-Karten wieder dabei sind. Und Side-Deck einfach eine ganze Reihe an Anti-Stuff mit drei D-Fisher, drei Nico Valley, drei Crows, Noblemans und Pudding. Also ja, ziemlich basic Deck, auch hier wieder Triple Reborn, Triple Storm. Ja, da wollte ich jetzt nichts anbrennen lassen, nachdem ich ja den letzten Spieltag, wo ich ein Deckthema gespielt habe, war ja der letzte Spieltag gegen Timo. Das hat nicht so geklappt. Und deswegen dachte ich jetzt einfach wieder ganz stabiles, brutales Beatdown-Good-Stuff-Deck. Ist vermutlich die beste Wahl gegen Leo. Ob das auch geklappt hat, das sehen wir jetzt direkt, denn jetzt gehen wir auch schon ins erste Match dieser Folge. Auf geht's! Spieltag Nummer 11 gegen Leo, ein sehr wichtiger Spieltag für mich. Werde ich einen weiteren Schritt Richtung Titel machen oder kriege ich einen weiteren Dämpfer? Niederlage wäre die zweite Niederlage in Folge, das möchte ich natürlich nicht. Also schauen wir einfach mal. Ich gewinne Rock, Paper, Scissors. Entscheide mich dazu, Leo anfangen zu lassen. Finde, mit meinem Deck ist Going Second immer noch gut. Die Extrakarte möchte ich haben. Feldpräsenz ist mir nicht so wichtig. Und ja, lasse Leo hier starten. Leo setzt einfach eine Backrow, setzt ein Monster und passt. Ja, bei mir eine grundsolide Hand, so wie ich sie in meinem Deck auch erwarte. Keine wirklichen Powerplays, kein Cyber Dragon, kein Zarbok, kein CS. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, denke hier stabil erstmal eine Hexe Normen. Kann mir ja immer noch den Zarbok suchen im Zweifel. Verzeihung, und greife in Leos Hexe an. Ja, das sieht doch schon mal nach ähnlichen Decks bis jetzt aus, aber mit Hexe kann man natürlich viel machen. Ja, jetzt kann Leo natürlich seine Hexe nutzen, wenn er möchte. Er wirft hier einen Donnerdrachen ab. Und jetzt natürlich die Frage, okay, ist das hier vielleicht ein Donnerdrachen-Deck? Oder spielt er einfach auch nur Donnerdrachen für Light Darks, für halt Monarchen und Chaos Monster? Kann man auch gut machen. Ja, noch mit die Warrior Lady, dadurch ist erwiesen, dass es eher Letzteres ist. Also schon eine gute Ausgangsposition für ihn, denn er kann hier einfach die Hexe überrennen und die beiden verbannen. Hexe geht hier direkt rein, gibt kein Gorsum-Format oder so, also kein Grund hier nicht anzugreifen. Und ich ziehe einen Bock. Und jetzt ist Leo schon in einer ziemlich dominanten Position. Jetzt ist überlegen, was ich hier mache, ob ich hier versuche, seine Hexe mit meiner Didi-Wolle vielleicht zu entsorgen. Auf jeden Fall storme ich hier als allererstes und erwische eine BTH. Das ist auf jeden Fall ein guter Hit. Und ich entscheide mich tatsächlich dazu, erstmal die Didi-Wolle Lady zu normen. Gehe in die Hexe von Leo rein und verbanne beide. Also ich möchte auch nicht, dass er den Search bekommt. Und ja, jetzt hinterlasse ich ein leeres Feld. Leo hat eine Karte mehr als ich. Ansonsten ist der Game State hier ganz, ja, sehr, sehr, sehr offen. Das ist immer noch die Frage. Also wir wissen ja, bei Leo sind auf jeden Fall zwei Donnerdrachen auf der Hand. Nobleman of Extermination kommt, erwischt mein Set Book of Moon. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Leo setzt einfach eine Karte verdeckt. Okay, und jetzt schon wieder gar nicht mal so schlecht aus, denn wir wissen ja, Leo hat zwei tote Donnerdrachen auf der Hand. Und ich Top-Deck in Mermaleo. Und das ist einer der besten Top-Decks hier in dem Spot. Ermöglicht mir hier Feldkontrolle.
Und kann, mache auch plus eins, ich kann mir eine BTA holen. Und wenn Murmeleo in den Friedhof gelangt, kann ich mit Reborn eventuell noch was schießen mit ihr. Also, das ist wirklich, wirklich nice. Greife einfach mit 1-6 an, setze den BTH. Und der Spot hier gefällt mir noch ziemlich gut. Weiterer Grund, warum es wichtig war, die Hexe zu verbannen, ist, um ihm Light Dark zu denyen, weil er ja schon Donnerstag einen Friedhof hat. Und er passt einfach. Leo scheint nichts Spielbares zu haben und ich ziehe einen weiteren Grand Mole. Jetzt habe ich hier die Option, entweder zu overextenden, Grand Mole zu normeln oder einen Spite zu setzen, wie ich das auch möchte. TT ist natürlich jetzt im Format, muss ich bedenken, aber ich habe Reborn als Backup und hier Murmeleo und Grand Mole auf dem Feld zu haben, ist ziemlich gut. Ich greife einfach mit dem Murmeleo an. Und mit dem Grand Mole geht beides durch. Und Leo hat wieder keinen Play. Das scheint eine komplett tote Hand zu sein. Und ich ziehe eine Hexe. Das ist natürlich eine schöne Karte, um damit einfach weiter zu overextenden. Normal die Hexe, weil wenn sie vom Feld geht, dann ersetzt sie sich ja selbst. Greife hier mit dem Leo an. Greife mit der Hexe an. Ja, wenn Leo keine Backrow hat, wäre das schon Game. Aber er hat den Phoenix Wing Windblast. Und entscheidet sich damit, die Hexe auf das Deck zu schicken. Ja. Ist immer noch minus 1 für ihn. Ich ziehe nächste Runde die Hexe nach, aber ja, von Leo kommt da nicht wirklich was. Und wenn jetzt kein großartiger Play kommt, dann ist das hier eventuell schon mein Game. Weil der Grandmaul kann irgendein Monster auf die Hand schicken und Leo kann direkt angreifen. Und da kommt ein Heavy Storm. Okay, Heavy Storm entsorgt die BTH. Jetzt kann er natürlich mit jedem Play durchkommen. Es versteht ein Cyber Dragon. Gut, das ist schon mal in Ordnung. Greift den Grandmaul an. Ich aktiviere hier den Grandmaul, nehme ich an. Ich lasse ihn hier einfach down gehen. Verstehe ich nicht ganz. Ich hätte ihn hier hochschicken können. Ich meine, Cyber Dragon hätte er wieder gespecialt, aber. Ah, ich weiß, warum ich ihn down gehen lasse, wegen meiner Reborn. Ja, okay, deswegen lasse ich ihn down gehen, weil ich dann einen Grandmaul Reborn kann, was normalen kann und noch für Game gehen kann. Das war der Plan dahinter. Und Leo beschwört einen Tester aus. Jetzt darf er natürlich nicht die Reborn erwischen. Und erwischt den Grandmaul. Okay, kommt jetzt keine Backrow von Leo, habe ich hier Game. Leo gibt einfach ab. Es ist keine Handjob im Format, die jetzt irgendwas machen kann. Ich weiß ja, dass ich die Hexe nachziehe. Reborne hier einfach den Grand Mole. Und das ist Game 1 für mich. Ja. Okay. Und da habe ich tatsächlich so gut wie gar keinen Widerstand gehabt. Also Leo, ein fantastischer Spieler, der definitiv weiß, was er tut. Aber irgendwie hat ihm das Deck ein bisschen ins Gesicht gespuckt, offensichtlich in diesem Game. Also ja, da kam nicht viel von Leo. Hab auch noch nicht viel. Also es scheint irgendwie so ein Chaos zu sein mit Monarchen, Cyber Dragons, also relativ ähnlich dem Deck, das ich spiele. Leo lässt mich beginnen. Wie gesagt, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung in dem Matchup. Ja, Hexe ist auf jeden Fall ein guter Start. Ich entscheide mich hier dazu, die Hexe zu normalen. Ich habe Nobleman of Extermination im Game 1 gesehen. Die Chance, dass er auch den Crossout spielt, ist dadurch schon gegeben, auf jeden Fall. Setze hier Book verdeckt und gebe einfach an Leo ab, der wieder den Nobleman of Extermination hat und wieder das Book of Moon damit erwischt. Okay. Kann ich total mitleben. Dann setze er einfach noch eine Backrow und passt. Und ich topdecke hier wieder die Murmeleo. Und es ist wieder eigentlich der optimale Topdeck. Entscheide mich hier dazu zu stormen. Weiß nicht, ob man das machen muss, aber ich dachte einfach ein klares Feld haben. Und okay. Ich weiß nicht, ob ich damals bewusst um das Pulling rumgespielt habe. Wenn, dann war das Strong. Und ja, das Storm hat sich auf jeden Fall bewährt. Pulling the Rug hätte natürlich Traplix Murmeleo negieren können. Weil Pulling the Rug ja, negiert den Effekt eines Monsters, was bei der Beschwörung des Monsters triggert und zerstört das Monster. Eine super gute Anti-Monarchen-Karte. Stark im Format, hatte ich ja auch im Side-Deck. Aber ja, ich kann mir hier einfach die BTH holen und kann jetzt hier wieder Druck ausüben. Und ja, abermals kommt von Leo überhaupt keine Gegenwehr. Und das ist schon ja, ziemlich traurig. Ja, aber mal gucken, er hat immer noch 5 Handkarten, vielleicht kommt er jetzt ein Play, womit er sich hier zurückkämpfen kann. Und da kommt der nächste Nobleman of Extermination, nimmt jetzt natürlich die BTH raus, nimmt aber auch alle seine BTHs raus. Das ist die Frage, wie viel wir beide spielen. Ich nehme 2 aus dem Deck und Leo, ja, nimmt auch 2. Normalt jetzt hier die Mümmel Leo. Und ja, hat kein Ziel mehr dafür im Deck. Das war ein ganz klarer Missplay von Leo. Natürlich muss er hier erst die Mimileo normen und sich die BTH suchen und dann Nobleman of Exterminaten. Denn er weiß ja, dass die BTH Set ist. Und Mimileo ist von den Effekten von Fallgrubenfallen unberührt. Das heißt, er hätte sie einfach normen können. Ich hätte mit meiner Fallgrube nichts machen können. Und dann hätte er eine Fallgrube gehabt, die er jetzt nicht mehr hat. Fehler von Leo. Leo hatte nicht auf dem Schirm, dass Mimileo von Fallgrubenfallen unberührt ist. Das hat er mir dann gesagt. Ja. Dadurch ist die Situation natürlich noch besser für mich jetzt hier. Ich könnte jetzt hier die Hexe tributen, theoretisch, um damit was zu suchen für den Cyber Dragon. Aber dadurch, dass ich den Spy ziehe, ist hier, glaube ich, jetzt mein Play einfach Hexe angreifen, Spy setzen und weiter auf meinem Vorteil setzen.
Oder auch nicht. Nein, okay. Ich habe vielleicht ein bisschen aus dem Spiel gegen Andi gelernt, aus der letzten Folge, wo ich ja sehr passiv gespielt habe am Anfang und Andi dadurch fast nur zurückgekommen wäre. Aber ja, hier entscheide ich mich dazu, einfach die Hexe zu tributen. Ich habe ja auch noch eine Reborn und ja, hol mir hier einen Grandmole, um auch damit Z-Monster auf gar keinen Fall eine Option für ihn sind. Ich glaube, der Play ist hier auf jeden Fall sinnvoll, weil Leo ist so weit behind. Wenn er jetzt einfach nur ein Monster setzt, kann ich mit Grandmole und Libon hier einfach auch schon game. Also ja, mein Deck tut alles, was es soll. Und Leo gibt einfach ab mit leerem Feld. Also seine Hand scheint komplett tot zu sein. Und ich ziehe hier einen Storm, kann einfach den Spy normen und Leo zeigt mal seine Hand. Das ist ein Grandmark, ein Testalos, ein Jinso und ein Storm. Wow, also Leo hat hier wirklich nur Spell Trap Removal gezogen und nur ein spielbares Monster, keine Chance, irgendwie ins Spiel zu kommen. Richtig bitteres Match für Leo und GG's an dieser Stelle. Und das war ein super schnelles und einfaches 2 zu 0 für mich. Und damit habe ich die Niederlage gegen Timo mehr oder weniger redeemed. Bin jetzt wieder voll in der Liga drin, habe wieder beste Voraussetzungen und ja, das Deck hat super funktioniert. Und ja, bislang ist alles aufgegangen. Draft ist aufgegangen, Deckbuilding ist aufgegangen. Und dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel auf die Tabelle auswirkt. Da war ich ein wenig zu voreilig, denn bevor es auf die Tabelle geht, gucken wir natürlich erstmal, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Andi schlägt Timo mit 2 zu 1. Das bedeutet, Andi kriegt ein bisschen den Anschluss an die Verfolgergruppe und Timo ist damit jetzt noch einen Schritt weiter von mir entfernt. Lukas schlägt Henry mit 2 zu 0, damit bleibt Lukas 3 Punkte hinter mir, bleibt in Schlagdistanz. Ich schlage Leo mit 2 zu 0 und die Überraschung des Spieltages und etwas, was mich persönlich und ich glaube alle außer Emre sehr gefreut hat. Sven schlägt Emre mit 2 zu 0, der Upset, und holt sich damit die ersten 3 Punkte der Season. Sven geht also nicht ohne Sieg aus der Liga raus. Das fanden wir alle super, denn Sven hat, wie gesagt, auch viel Zeit und Mühe da reingesteckt und hat es definitiv verdient, hier auch mit Punkten aus der Liga rauszugehen. Und jetzt gucken wir dann auch auf die Tabelle und sehen, dass sich an den Platzierungen überhaupt nichts geändert hat. Alle sind gleich geblieben. Ich bleibe auf Platz 1 mit 27 Punkten jetzt, vor Lukas mit 24. Super interessant ist, dass sowohl Timo als auch Henry als auch Leo alle drei diesen Spieltag verloren haben. Und das bedeutet, dass sich das Titelrennen jetzt realistisch nur noch zwischen mir und Lukas entscheidet. Zwischen Lukas und mir. Esel nennt sich immer zuerst. Ja, zwischen Lukas und mir entscheidet sich jetzt das Titelrennen. Timo, Henry und Leo haben mit ihren jeweiligen Niederlagen die Chancen damit verspielt. Und Andi, der ja ganz, ganz lange abgeschlagen war, auf einmal nur 3 Punkte hinter dem Trio und jetzt hier immer noch in einer super guten Schlagdistanz, vielleicht sogar Dritter zu werden oder einen Platz dahinter zu holen. Emre bleibt bei 9 Punkten stehen, ist damit ja relativ isoliert auf dem vorletzten Platz, wobei Sven mit jetzt 3 Punkten wieder in Schlagdistanz gerückt ist. Also mal gucken, ob Sven jetzt Blut leckt und da eventuell nochmal rankommt. Ja, der nächste Spieltag wird ein sehr interessanter und wie der aussieht, da guckt man doch jetzt einmal sofort drauf. Und so sieht er nun aus, der 12. Spieltag. Lukas muss gegen Emre ran. Lukas auf dem Papier natürlich klarer Favorit, zweiter gegen Vorletzter hier. Lukas sollte auf jeden Fall gewinnen, um seine Titelmöglichkeit am Leben zu erhalten. Leo und Andi spielen gegeneinander. Sollte Andi gegen Leo gewinnen, ziehen die beiden, also zieht er punktgleich mit Leo. Ich spiele gegen Henry, ja, einer aus dem Verfolgerblock. Ja, also er sollte jetzt eigentlich kein direkter Konkurrent mehr sein. Jetzt geht es nur noch darum, Lukas zu schlagen, und trotzdem ist dafür natürlich jeder Sieg wichtig. Und ihr erinnert euch, Henry, meine einzige Niederlage in der Hinrunde. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiges Spiel für mich, weil mein Gedanke war, wenn ich gegen Henry gewinne, habe ich immerhin gegen niemanden aus der Liga zweimal verloren. Auch das ist definitiv ein Anreiz. Und Sven mit seinem ersten Sieg im Gepäck misst sich mit Timo. Ja, mit welchem Deck gehe ich jetzt in die Revanche gegen Henry? Was habe ich mir dabei gedacht? Das seht ihr jetzt. Ja, das Deck sieht relativ ähnlich zu dem aus, was ich gegen Leo gespielt habe, hat aber ein paar kleine, aber feine Unterschiede und die möchte ich euch erklären. Das Ding ist,
dass Henry quasi die ganze Liga durch immer mal wieder Exodia gespielt hat. Und gerade in den letzten Spieltagen, an den letzten Spieltagen auch dann durchaus häufiger. Und zwar spielt er ein Exodia-Bild mit Hexe, mit Sangan, mit Emissary of the Afterlife, der, wenn er auf den Friedhof gelangt, ein normales Monster auf die Hand suchen kann, also auch nochmal ein Exodia-Searcher ist. Und dann so Stall-Karten und Karten wie vor allen Dingen Needle Ceiling, wohl die wichtigste Karte in seinem Deck, die, wenn vier oder mehr Monster auf dem Feld sind, alle auf einem Monster zerstört, was einfach die gegnerischen Monster nimmt und natürlich auch seine Recruiter triggert. Und das ist alles Sachen, die ich auf dem Schirm hatte. Ich wollte mich trotzdem nicht komplett auf Exodia vorbereiten, weil er auch andere Decks gespielt hat, wie in der Hinrunde gegen uns zum Beispiel. Aber habe quasi das super stabile, super erfolgreiche Deck, was gegen Leo so gut funktioniert hat, so ein bisschen getecht, dass es eben super gegen Exodia funktioniert. Und die Hauptveränderungen sind da die beiden My Body as a Shield im Main Deck, ganz explizit gegen Needle Ceiling und Nobleman gegen seine Set Recruiter und der Pinguin tatsächlich auch in Kombo mit Granmole super Möglichkeiten, seine Recruiter eben einfach ständig auf die Hand zu schicken und sie so nicht triggern zu lassen. Im Side Deck MVP dafür eben der Dimensional Fissure, der es eben auch ermöglicht, dass Recruiter nicht auf den Friedhof gelangen, sondern verbannt werden, nicht triggern und das Tornado eben auch als und das Tornado Möbius hier eben als Option gegen Backrow. Das war mein Gedanke. Ist natürlich die Frage, geht es auf? Spielt er Exodia? Spielt er was anderes? Aber das Deck ist stabil genug und universell genug, dass es auch gegen alles, was nicht Exodia ist, einen guten Job machen sollte. Und deswegen war ich relativ confident. Und ja, dann gucken wir doch einfach mal, wie das gegen Henry so geklappt hat. Da wären wir dann auch schon im Match gegen Henry, meiner Revanche zur Hinrunde und einem wichtigen, wichtigen Spiel, um die Liga hier tatsächlich gewinnen zu können. Ich gewinne Rock, Paper, Scissors mal wieder und entscheide mich wieder dazu, Henry anfangen zu lassen. Finde ich nach wie vor den besten Play. Und gucken wir doch mal, ob sich meine Prediction hier bewahrheitet hat. Die Hand, also wenn es wirklich ein Exodia-Recruiter-Deck ist, sieht die schon ziemlich gut aus. Aber auch gegen andere Decks sollte das hier, also Kombination Cyber Dragon Granmole mit Nobleman, sieht schon super aus. Ja, Set Monster, Set Backrow ist der Play von Henry. Und irgendwie habe ich ein Fable mit diesem Deck, Mumuleo in einem guten Moment zu topdecken. Wieder ein super guter Topdeck. Normal hier den Cyber Dragon und die Mumuleo kann mir hier noch eine BTH auf die Hand suchen, kann dann das Monster Nobleman, hab Informationen über das Deck von Henry. Und ja, Nobleman hier, eine Tomate. Okay, das kann auch ein Chaos sein, aber Tomaten spielt er auch in seinem Recruiter, weil damit kann er natürlich Sangan suchen, Hexe suchen. Also ja, sein Recruiter-Exode immer noch eine Möglichkeit. Und wir sehen Nightmare Wheel und das war für mich die Bestätigung, alles klar. Das ist wieder sein Stall-Exodia, weil auch die hat man davor gesehen. Ja, dann greife ich mit der Mumuleo natürlich trotzdem direkt an. Ja, Nightmare Wheel besagt, dass mein Cyber-Dragon nicht angreifen darf. Ihr kennt die Karte aus dem Gold-Format. Denke ich mal, wenn ihr meinen Kanal schaut. Und in jeder seiner Standby-Phasen kriege ich 500 Damage. Ja, wie gesagt, damit war für mich klar, okay, es handelt sich hier um sein Exodia-Deck. Okay, das ist wirklich scary, das Deck. Ich muss ein bisschen jetzt auch auf Needle Ceiling aufpassen. Ansonsten gefällt mir meine Position eigentlich ganz gut. Setze beide BTHs. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass er Storm in dem Deck spielt. Setzt ihr einfach nur ein Monster verdeckt und auch eine Backrow. Und gibt ab. Und jetzt muss ich ja schon aufpassen. Ich meine, wenn die Backbone Needle Ceiling ist, dürfte ich jetzt kein weiteres Monster mehr legen. Ich habe auch keinen Konter dagegen. Spiele trotzdem rein. Potenziell, mal gucken, ob es gut geht. Es kommt nichts von ihnen. Granmole greift an, nimmt beide Monster auf die Hand. Und ich kann mit der Mumuleo hier einfach direkt angreifen. Kommt auch keine Antwort von Henry. Liegt also kein Needle Ceiling. Das ist sehr gut zu wissen. Ich kriege wieder 500 Schaden durch das Nightmare Wheel. Und Henry setzt eine weitere Backrow, vielleicht Needle Ceiling, ein weiteres Monster und gibt ab. Und ich ziehe in eine Reborn. Jetzt ist im Needle Ceiling Spiel nicht so dramatisch. Ich meine, er wird dann wahrscheinlich einen Recruiter Search bekommen, aber ich hätte die Reborn als Follow-up. Es kommt aber weiter nichts von ihm. Da ist das Needle Ceiling. Okay, da kam es jetzt dann doch. Vielleicht hat es auch vorher einfach noch nicht gesetzt. Und ja, das ist eine extrem gute Karte in seinem Deck. Und jetzt sehen wir auch die Bestätigung. Needle Ceiling. Ach so, ja, sein Monster wird ja gar nicht zerstört. Okay, habe ich etwas vorweggenommen. Ja. Nur offene Monster werden durch Needle Ceiling zerstört. Eine bombenstarke Karte in solchen Decks. Ja, und jetzt ist mein ganzes Feld weg. Ich kann jetzt hier ein Cyber Dragon Specialen. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Nein, ich passe einfach. Kann ich aber in der nächsten Runde machen. Cyber Dragon, Reborn, Chaos Sorcerer. Ich habe da verschiedene Optionen. Weiteres Monster geht bei Henry verdeckt und er gibt einfach ab. Aber die Art und Weise, wie er spielt, das Nightmare Wheel, das Needle Ceiling sagt mir, okay, das ist Henrys Exodia. Weil genauso habe ich das in Replays vorher gesehen. Normally, Special hier ein Cyber Dragon und Reborne jetzt ein Grand. Nee, Mumuleo Reborne ich tatsächlich zurück. Kein Granmole. Ja, ich will die Backrow nehmen. Da ein bisschen Respekt vorgehabt.
Gucken wir mal, was ich damit wegschieße. Ich schieße Back to the Front weg und auch das ist eine Karte, die er in seinem Exodia spielt. Er kann damit den Recruiter zurückspecialen und dann wieder was searchen. Also das Deck ist wirklich, wirklich gut in dem Format. Deswegen, es hat auch einige Male funktioniert, deswegen hat er es dann auch immer weiter gespielt. So, jetzt ist natürlich die Chance, dass da zwei Recruiter liegen. Aber ich habe noch eine zweite Reborn, deswegen habe ich erst mal Leo geholt. Macht natürlich Sinn, um zumindest einen Recruiter nicht suchen zu lassen. Gehe hier in den Grand Mall, greife über das neue Monster an, schicke beide auf die Hand und sehe jetzt, was da verdeckt liegt. Greife mit dem Cyber Dragon an. Und es ist ein Sangan. Ja, das war zu erwarten. Er sucht sich das rechte Bein. Auch das war zu erwarten. Okay, also das Einzige, was jetzt wirklich super Katastrophe wäre, wäre, wenn er jetzt irgendwie Fähig oder Teile und Sangern auf der Hand hat. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er mit 30 der Karten so früh nicht rankommt. Aber immer scary gegen Gesundheit zu spielen. Man weiß nie, wann die Teile dann auf der Hand sind. Und ja, Henry überlegt, ob er einen möglichen Play hat. Setzt wieder nur ein Monster und reborn hier seinen Sangern in Verteidigung. Ich habe keinen Dark im Friedhof. Nein, ich habe keinen Dark im Friedhof. Bottle CS ist nicht live. Ja, heißt, er hat ja mit Sangan potenziellen Search oder mit seinem Set-Monster. Jetzt ziehe ich in My Body Associate, leider ein bisschen zu spät. Ich hätte vielleicht um Needle Stealing rumspielen können, bis My Body kommt, aber gegen Exodia passiv spielen ist auch nicht so wirklich der Play, weil man will dem Deck ja keine Zeit geben, um eben in besagte Exodia zu ziehen. Deswegen nomme ich hier einfach den Grand Mall, schicke ihn und das neue Monster hoch und denke mir so, ja gut, ein Sangan-Search jetzt noch, ein Teil mehr wird mich jetzt nicht umbringen, hoffe ich zumindest. Und danach sollte ich ihn eigentlich finish können. Er holt sich das linke, den linken Arm. Verzeihung. Die Tatsache, dass er hier die ganze Vanillas holt, bestätigt mir, dass er mindestens den Kopf noch auf der Hand hat. Weil den Kopf kann man ja mit dem Emissary of the Afterlife nicht suchen. Daher ist das meistens der erste Search mit Sangan oder Hexe. Ja, jetzt ist die Frage, hat er jetzt die Möglichkeit, also jetzt irgendwie normal Sangan, Crash für das letzte Piece wäre halt scary zum Beispiel. Kann alles sein. Da habe ich natürlich Respekt vor. Und er normalt hier den Emissary of the Afterlife. Das ist der angesprochene, der normale Monster suchen kann. Zum Glück habe ich hier die BTH Facedown. Wenn das ein Sangan oder Hexe wäre, hätte ich dagegen nichts machen können. Und Henry gibt hier einfach ab und nochmal, es sind keine Handtraps im Format. Deswegen weiß ich, dass ich hier einfach angreifen kann und der Cyberdragon hier das Game 1 damit zielt. Okay, damit ist mein Gameplan schon mal aufgegangen. Verzeihung. Es geht tatsächlich wie erwartet gegen Exodia. Mein Main Deck war ganz gut drauf eingestellt. Mein Side Deck ist sehr gut drauf eingestellt, wie ich finde. Deswegen werde ich jetzt diese Änderung vornehmen und bin super, super confident, dass Game 2 auch funktioniert. Schauen wir doch mal. Das wäre ein unfassbar wichtiger Sieg für mich. Okay, Hand ist in Ordnung. Ist jetzt nicht super, super stark, aber kann man definitiv mitarbeiten. Normal Sangan spielt um den Nobleman rum. Hat er gut aufgepasst in Game 1. Und ich kann den Sangan hier erstmal per se nicht direkt outen und kann ihn mit Cyber Dragon und Hexe einfach Druck machen. Ich denke, das ist ja auch der Play. Das ist auch Light Dark für einen etwaigen Chaos Sorcerer. Und ja, jetzt kriegt er hier wieder einen Search. Ja, das Deck ist wirklich nicht bad. Und hier kommt jetzt der Kopf. Wie gesagt, wenn man den nicht vorher auf der Hand hat, sollte das mit Sangan oder Hexe immer das erste Ziel sein. Setze ja BTH, setze den Dust Tornado. Und er kann nur hoffen, dass er jetzt nicht zu schnell seine Teile zusammenbekommt. Und da kommt Shallow Grave, was er leider nicht aktivieren darf, weil beide Spieler dafür ein Monster im Friedhof haben müssen. Ja, ich denke, darauf weise ich ihn jetzt gleich hin, dass das nicht funktioniert. Wir waren im Voice-Chat, deswegen seht ihr im Chat nichts. Genau das zum Glück kein valider Play für ihn. Wichtige Information für mich, dass Shallow Grave da auf der Hand wartet. Eine Backrow, die kann ich weg, das zu nehmen. Ja, warum auch nicht? Es ist Nightmare Wheel. Und ich gehe in meinen Zug und ziehe eine weitere Hexe. Und ja, hier braucht man nicht großartig nachdenken, was der Play ist. Normal Hexe und einfach Attack, Attack, Attack. Schaden mitnehmen und ja, jetzt habe ich schon so viel Schaden mitgegeben, dass Henry jetzt im nächsten Zug schon was machen muss. Ansonsten wäre es hier einfach schon vorbei. Und es ist die Frage, wie aktiv kann ein Exodia-Deck sein, wo eventuell auch tote Exodia-Teile auf der Hand rumliegen. Setzt hier einfach nur eine Backrow und ein Monster. Und dass er Monster setzt, freut mich hier sehr, weil damit macht er mein Nobleman live. Das ist wirklich, wirklich super. Ich Noblemane hier. Needle Stealing könnte er jetzt natürlich unchain. Das wäre scary. Also Needle Stealing ist so eine gute Karte in seinem Deck. Aber selbst dann kann ich mir mit der Hexe einfach ein Monster mit 1-5 suchen und dann für Game angreifen. Und es ist tatsächlich Needle Stealing. Also da ist es wieder. Nimmt hier meine beiden Hexen. Nobleman nimmt natürlich sein Set-Monster. Das ist ein Exodia-Teil. Ja, und damit ist das Game eigentlich schon vorbei. Weil vom Banished Pile kann sich Henry kein Exodia-Teil wieder recyceln. Er muss das hier setzen, weil er sonst tot gewesen wäre. Aber ja,
Ich kann mir, also ich kann ja nur eine Hexe aktivieren, weil die uns Return ist. Ich kann mir damit eine Melee holen. Ich merke gerade, ich kann die nicht normeln wegen dem Errata. Es war komplett egal, ich habe noch den CS in der Hinterhand. Ja, ganz genau. Special CS. Und da ist das Scoop von Henry und das war ein super einfaches 2-0. Ähnlich wie gegen Leo. Diesmal aufgrund meiner Vorbereitung. Ich habe damit gerechnet, dass er sein Exodia spielt. Hat er gemacht und wir haben danach noch eine Weile gequatscht. Und das war ein frustrierendes Spiel für ihn, weil tatsächlich dass im Laufe der ganzen Liga war ich der erste Spieler, der wirklich antizipiert hat, dass er Exodia spielt und damit gerechnet hat und sich darauf eingestellt hat. Und das war halt vorher nicht so. Er ist immer gegen Leute, hat immer gegen Leute gespielt, die unprepped in dieses Exodia-Deck gerannt sind. Und dann lief es natürlich, aber in dem Moment, wo ich mich darauf vorbereite, mich darauf anpasse, wird es natürlich schwierig. Und ja, hat geklappt. Sehr, sehr gut. 2-0 Win gegen Henry und Exodia gedodged. Die Revanche für die Hinrunde geschafft. Damit jeden Spieler aus der Liga mindestens einmal geschlagen, egal wie die letzten beiden Spiele laufen. Und ich sollte mich in eine fantastische Position für die letzten beiden Spieltage gebracht haben, was den Titelgewinn angeht. Aber wie gut die Position jetzt wirklich ist, sehen wir jetzt im finalen Tabellen- und Spieltags-Update dieser Folge. Spieltag Nummer 12 und gleich das erste Spiel ist unfassbar wichtig für mich. Emre schafft den Upset und schlägt Lukas mit 2-1. Und das ist so wichtig, denn Lukas war mein einzig verbleibender Konkurrent und er verliert jetzt einfach gegen den Vorletzten, gegen Emre. Und das bedeutet, ich habe eine super, super komfortable Ausgangssituation. Aber darauf gehen wir gleich genauer ein. Leo schlägt Andi mit 2-1. Dadurch schafft Andi nicht den Anschluss an die Spitzengruppe. Wie gerade gesehen, verliert Henry 2-0 gegen mich. Und Sven schafft leider nicht die zweite Überraschung in Folge und verliert gegen Timo mit 2-0. Und das bedeutet jetzt für die Tabelle. Gucken wir natürlich erst einmal an die Spitze. Ich stehe jetzt 2 Spieltage vor Ende mit 6 Punkten Vorsprung vor Lukas. Und das sieht natürlich extrem gut aus. Heißt im Endeffekt, egal was passiert, gewinne ich eins der letzten beiden Spiele oder gewinnt Lukas nicht beide seiner Spiele, bin ich Meister der ersten Season der Yu-Gi-Oh! Ticket Draft Liga. Das Einzige, was noch scary ist, ist, dass der letzte Spieltag gegen Lukas ist. Bedeutet im Endeffekt, verliere ich den vorletzten Spieltag, der übrigens für mich gegen Emre ist. Emre, klar, Vorletzter, aber gerade Lukas geschlagen. Also er hat gerade gezeigt, dass er was drauf hat. Und Lukas spielt den vorletzten Spieltag gegen Sven. Bedeutet, ne, da erwartet man ja, dass Lukas da durchgeht. Bedeutet, schlägt Lukas Sven und verliere ich gegen Emre, dann haben wir ein direktes Endspiel, wo es dann am Ende, sollte Lukas gewinnen, tatsächlich auf die Differenz ankommen kann. Also ich bin mindestens punktgleich am Ende mit Lukas. Und dann könnte es sein, dass es im direkten Duell vielleicht sogar darauf ankommt, wie hoch Lukas gegen mich gewinnen muss. Vielleicht reicht mir dann sogar nur ein Game. Das ist alles super spannend, aber natürlich ist mein Plan A, einfach gegen Emre gewinnen und die ganze Sache nicht in Frage zu stellen. Und das ist auch das Einzige, worüber ich in dem Punkt nachdenke, ist vernünftig zu draften, letztes Set, cooles Deck gegen Emre zu bauen, gegen Emre gewinnen, Liga festmachen, fertig. Ja, gehen wir noch auf die andere Platzierung ein. Timo und Leo jetzt auf Platz 3 und 4 mit 21 Punkten. Noch in Schlagdistanz für Platz 2, aber jetzt offiziell auch nicht mehr in der Lage, Erster zu werden. Das heißt, jetzt ganz offiziell nur noch Lukas oder ich als Titelträger möglich. Henry durch die Niederlage jetzt ein bisschen von den beiden abgeschlagen mit 18 Punkten. Andi bleibt bei 15 stehen. Emre jetzt wieder in Schlagdistanz auf 12. Und Sven am Ende der Tabelle bei 3 Punkten. Und das war sie auch schon wieder, die aktuelle neueste Ticket-Draft-Folge. Vielen Dank wieder für alle, die zugeschaut haben. Die letzte Folge kommt vermutlich übernächste Woche. Ich habe mir noch nicht ganz genau überlegt, wie jetzt der Upload-Plan aussieht, da ich also Stand jetzt auf der Aufnahme, werde ich bald umziehen. Und wenn dieses Video kommt, bin ich, glaube ich, schon umgezogen. Und dann muss ich mal gucken, wann genau ich weiß noch nicht genau, wann dieses Video kommt und ich weiß noch nicht genau, wann ich dann die letzte Folge aufnehme, geschweige denn, wann ich sie hochlade. Aber sie kommt auf jeden Fall, dieses Projekt wird beendet, da freue ich mich sehr drauf und ja, also letzter Spieltag, es sieht recht deutlich aus. Entweder feiere ich souverän meinen ersten Ligasieg oder es passieren noch ganz dramatische Dinge und Lukas holt das doch noch irgendwie raus. Was natürlich nicht optimal wäre, was ich natürlich auch nicht gehofft habe zu dem Zeitpunkt. Aber gucken wir mal, wie es sich dann entwickelt.
Ja, hinterlasst mir gerne eure Meinung zu dem Video, wie ihr diese ganze Serie findet. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Es gibt viele Projekte hier auf diesem Kanal, sowohl aktuelle als auch welche, die Videos, die schon da sind. Schaut mal rein, es gibt bestimmt irgendwas, was ihr findet. Und danke euch fürs Dabeisein. Danke euch fürs Zuschauen. Return Winner out. Ciao.